In der Woche, in der in Rostock der Russlandtag stattfand, wurde in Schwerin das Thema Russland kritischer betrachtet. Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik und das Landeskommando MV luden am Donnerstag zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Russland und der Westen, eine komplizierte Beziehung. Vor allem die heftigen Irritationen des Westens über Russlands machtpolitische Ambitionen wurden diskutiert. Der Ukraine-Konflikt bedeutet für viele Experten einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel Russlands. Auch Oberst Andrei Sivow, Militärattaché der Russischen Föderation in Berlin, konnte seine Sichtweise vortragen. Viele Landtagsabgeordnete waren der Einladung in die Orangerie des Schlosses gefolgt.